Und willkommen zurück zu meinem Let's Play von The Long Journey Home. Letztes Mal haben wir einen Squabek, eine Fleischprobe entnommen und heute werden wir diese Basis hier erkunden. Uns mal anschauen, was es hier so gibt. Offenbar müssen wir hier eintreten. Und das ist wirklich eine Raumschiffbasis. Allerdings weiß ich noch nicht von welcher Rasse. Neues Alien zur Datenbank hinzugefügt. Okay. Schnell, schnell! Jeder auf seinen Platz! Psst! Lass mich diesmal reden! Okay. Was? Aber du warst schon letztes Mal dran. Und das Mal zuvor auch. Ich bin der Ältere. Ich sollte an der Reihe sein. Vielleicht, wenn du beim letzten Mal, als ich dich die Vorstellung habe übernehmen lassen, nicht versucht hättest, die Hand des Ungläubigen zu schütteln und ihn damit zu einem rauchenden Haufen... Moment, wir haben Zuhörer. Hallo Mensch! Okay, also ich schüttel den nicht die Hand. Wir sind die Herolde, der Quet heißt. Das Bündnis der Lady Rinds. Oh Gott. Okay, das werde ich mir natürlich alles merken, kein Problem. Und des Zweiten Testaments dürfen wir euch in dieser ewigen Nacht der Falschheit und den wahren Weg aufzeigen. Okay, dann macht mal. Das war ein Unfall, ein einziger. Bei den Adern des Sternvaters musst du mich denn immer so blamieren. Die Menschen starren uns an. Benimm dich gefälligst wie ein Herold. Okay, ich frage ihn mal etwas über die Herold selbst. Wir sind Herolds, wir betreiben diesen Raumhafen unter dem Abkommen der Vier von zum Wohle der Galaxie. Wir haben natürlich auch ein paar Verbesserungen vorgenommen. Arbeit! All jene, die das Wort der Wahrheit verbreiten können, stehen in ihrem Dienst. Neues Wort zur Datenbank hinzugefügt. Quet Heast Anzug. Wir haben kaum noch Hüllen, das weißt du doch. Noch Hüllen? Sie sind schwer zu bauen, aber falls die Menschen welche finden, sie sorgen dafür, dass unsere Energie intakt bleibt. Aber Spezies es missbilligen, wenn wir als reine Energie mit ihnen kommunizieren. Andere Spezies. Okay. Besonders wenn sie dadurch in kleine Häufchen Asche verwandelt werden. Ja, das hätte ich vermutlich auch nicht so gerne. Bei der Sternmutter, der Irinarko hat es überwunden. Warum kannst du das nicht auch? Okay, Müllcontainer. Oh, entschuldigt, wir sind Wesen reiner Energie. Dieses Konzept ist uns fremd. Ja, das ist klar. Ich frage mich, wie es wohl wäre, seinen Darm zu entleeren. Es klingt so entspannend. Dieser ganze Druck einfach weg. Die Befriedigung, dass der Schließmuskel gute Arbeit geleistet hat. Ich würde das gerne mal ausprobieren. Okay. Ja, dann... Ah ne, kann er nicht. Der hat vermutlich nicht mal einen Schließmuskel. Der ist ja nur als Energie. Nicht vor dem Mensch. Okay, mal fragen etwas über den Anzug. Ihr habt neue Anzüge, Bruder? Sie haben neue Anzüge. Nein. Wie enttäuschend. Die Missionsstation auf unseren Welten können welche bereitstellen, falls sie bereits fertig gewachsen sind. Ich frage mich, ob der mit Anzüge eine andere Lebensform meint. Ich meine, sie sind ja nur Energie, also das, was wir hier sehen, ist dann der Anzug. Mal schauen, wir können sogar handeln, auffüllen, wir handeln mal. Ungewöhnlich. Also,
die gebe ich nicht her. Wenn sie diese wollen, mindestens 200. 3, vergesst es. Okay, den Schiffstreibstoff füllen wir mal wieder auf. Den kann man immer auffüllen, das ist gut, wenn der voll ist. Im Shop. Wir haben natürlich keine Credits. Okay. Ja, ich denke, also es ist wirklich einfach eine Sternenbasis. Ich hätte nicht gedacht, dass es so nahe an dem Übergang in diese Galaxie noch eine Sternenbasis hat. Und wie ich letztes Mal gesehen habe, hat es ja mehrere. Was haltet ihr von einem Auszug aus unseren Heiligen Schriften? Ja, klar. Wir lesen euch einen Auszug aus dem Buch der Dämmerung vor. Der Weg der Quet Hast war immer der Weg der Zwietracht und Spaltung, wie es der Sternvater bei unserer Schöpfung geheißen hatte. Wie es? Okay. Niemand außer Sternmutter und Sternvater wissen die ganze Wahrheit, doch weniger zu sein bedeutet, der Falschheit anzugehören. Und so bleiben unsere Fraktionen getrennt. Auf dass die Suche nach der Wahrheit niemals enden möchte und die Wachsamkeit gegenüber der Falschheit so geheiligt bleiben mochte wie ihre Läuterung. Das geht noch weiter. Doch mit der Zeit veränderte sich das Gleichgewicht aus Wahrheit und Falschheit. Einzelne Glaubensfraktionen wurden vorherrschender und ihre Falschheit wurde ebenfalls als Wahrheit anerkannt. Alle anderen wurden zum Schweigen gebracht. Andersgläubige wurden an die dunklen Orte verbannt, um dort zurückzubleiben. Wenn der große Himmelskreuzzug für die Suche nach den Säulen des Aufstiegs begann. Und dann ging der Ärger erst richtig los. Das ist eine andere Geschichte. Geht in Frieden. Okay, ich hatte gehofft, dass wir bei der Fraktion jetzt etwas einen besseren Ruf haben, wenn ich diese Geschichte anhöre. Ich glaube, diese Dinge würden mich angreifen. Wenn ich jetzt die Waffen einschalten würde. Okay, also das ist jetzt schon die zweite oder doch die zweite Rasse, die ich kenne, die so etwas auf einem Glaubenstrip ist, also die wirklich, wie soll ich sagen, die halt nur diesen Glauben hat und daran festhält und die, ja, wie sage ich dem, die halt davon lebt. Ist das schon die zweite Rasse, die ich so kennengelernt habe? Okay, wir können nach Dave Fasks. Dave Fusk, hier gibt es Mineralien und Gase. Ah, hier unten ist der Mond, da gehen wir natürlich hin. Ja, da gehen wir auf jeden Fall hin. Tachyonischer Stabilisator Phasen verschoben. Also irgendetwas ist kaputt gegangen. Ich frage mich, ob das... Schiffsantrieb. Dieses Modul kontrolliert Treibstoffverbrauch, Sprungantriebsreichweite und den exotischen Materiesammler.
den müssen wir definitiv reparieren. Ich lasse mich jetzt kurz hier in dieser Bahn treiben, damit ich keinen Treibstoff verbrauche. Oh. Oh, ich hoffe, der will jetzt nicht das Geld eintreiben, das wäre etwas zu früh. Aber ich nehme an, dass er genau das vorhat. Ja klar, das ist der Eintreiber. Eure Schulden bei der Glukata Handelsallianz sind fällig. Macht euch bereit, den erforderlichen Betrag zu transferieren. Könnt ihr nicht zahlen, wird euer Schiff als Pfand einbehalten. Ja, genau. Ah, und jetzt haben wir natürlich 400 Kreditschulden. Ja, also. Tschüss. Ich hätte den jetzt gerne zerstört. Wenn dieser Mond nicht profitabel ist, also wenn wir damit kein Gold oder irgendwas bekommen, was ich sowieso bezweifle, dann werde ich die Glucks ab sofort nur noch zerstören, wenn ich sie sehe. Also wenn die Schiffe natürlich nicht zu groß sind, aber wenn ich es kann, lege ich es darauf an und werde jeglichen Gluck zerstören, der mir in die Quere kommt. So, ich will jetzt auf meinen Mond. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich gehe nochmal hoch. Ich wollte eigentlich die Karte betrachten und schauen, ob ich da irgendwas rausfinde über diesen Planeten oder beziehungsweise über diesen Mond. Noch. Okay, ich lande jetzt auf diesem Mond. Anscheinend kann man mit der Karte nichts anfangen. Ich werde mir diesen Planeten noch mal kurz anschauen. Diesen Mond. Aber hier gibt es vermutlich wirklich nichts. Also das hat sich absolut nicht gelohnt, diesen zu kaufen. Ich meine, den hätte ich ja sowieso befliegen können. Oh! Ja. Wenn es hier jetzt eine Basis geben würde, in der ich Sachen lagern könnte, die ich mir dann zuschicken kann, oder irgendetwas Nützliches. Vielleicht kann ich ihn auch wieder verkaufen. Also ich denke, die Schulden werden jetzt immer höher bei den Glucks, dass den werde ich jetzt ausweichen.
möchte ich allerdings noch sprechen. Habe ich jetzt den Glück Nein, da. Jetzt kann ich sogar noch wählen. Anfangen. So. Sommer der Blüte zu stehen, von Wein empfangen zu werden. Ich denke nicht, dass die Müllcontainer brauchen. Die Anzüge brauchen die auch nicht. Ich nehme auch nicht an, dass die Arbeit haben. Wein zu sein, sich über Domäne zu erstrecken, als eins zu sprechen, als eins zu fühlen, als eins zu blühen und zu welken. Okay. Ja, der hat vermutlich nichts für mich. So kann ich mich auch gleich wieder verabschieden. Und mir die umliegenden Planeten ansehen. Jetzt wieder eine Basis. Dieser verfolgt uns jetzt. Keine Ruinen, keine Gefahr, keine Lebensform, nicht interessant. Ich frage mich, ob ich nicht doch irgendetwas mit dem Planeten machen kann. Ich meine, es ist ja eine Mission. Oder ist das nicht dieser Planet? Dieser Mond? Ich sage immer Planet, ich weiß nicht wieso. In diesem Sonnensystem Samara Sina. Ist das gar nicht unser Mond? Unsere eigene Welt, doch das ist schon hier. Und es hat ein Häkchen, das heißt, wir waren ja dort. Ah, hier kann man schon in die nächste reisen. Okay. Also wir müssen die Credits zusammenkriegen, um in die nächste Galaxie zu reisen. Am liebsten wäre es mir allerdings hier oder hier. Denn da müsste ich ja den Weg noch nehmen, um dann hier schlussendlich wieder zu landen. Das ist doof. Ich gehe jetzt hier trotzdem noch zu dieser Basis. Vielleicht, weil die ja handeln. Ich muss die Credits zusammenkriegen, um in die nächste reisen zu können. Das ist, denke ich, momentan das Wichtigste. So.
Ah, aus Amdok. Ich muss andocken, natürlich. Ich weiß manchmal nicht, ob ich da reinfahre oder fliege oder ob ich wirklich drüber fliege. Heißt das hier die Andockstation? Okay, das ist irgendwie nicht ganz. Ja, okay, ist nicht so klar dargestellt wie bei den anderen mit den Lichtern. Okay. Zuerst mal sicher handeln. Ich biete euch diverse Dinge an für 250 Credits. 50, okay, die haben kein Interesse an dieser an diesen Dingen. Vielleicht daran. Den möchten ja sowieso immer alle haben und ich glaube, momentan brauche ich den eh nicht. Falls doch, kann ich wieder einen kaufen gehen. So, mal etwas überspitzt. Okay, die wollen das nicht. Reparieren kostet natürlich Credits, haben wir nicht. Krankenhaus, Shop. Wir haben ja den den Biotypen, ihn hier. Ob es was bringt, diese Blüten zu kaufen oder die Knospen? Das wären halt wieder Credits, die ich ausgeben muss, allerdings 27. Ich gebe die mal aus, vielleicht kann der was mal damit anfangen. Kann ich das gleich schauen. Vielleicht auch erst, wenn ich hier weg bin. Arbeit. Ich frage nach Arbeit. Nehmen. Wir können also Pollen sammeln für die und die dann abgeben. Okay. Irgendwie habe ich jedes Mal, wenn ich etwas annehme oder eine Arbeit annehme, habe ich einfach das Gefühl, dass die mich betrügen wollen, dass sie irgendwas von mir wollen, was ich noch nicht weiß, dass ich das tue. Also jetzt in diesem Fall hier wäre es zum Beispiel Pollen sammeln. Vielleicht zerstöre ich dadurch irgendein Ökosystem. Gut, es sind Pflanzen, ich denke nicht, dass die das im Sinne haben. Allerdings habe ich immer so das Gefühl, dass da noch etwas ist, das die mir nicht mitteilen. Genauso wie bei diesem blöden Mond, den ich da gekauft habe, da war dasselbe. Ich wusste eigentlich, da ist etwas im Hintergrund, was schlussendlich auf mich zurückfallen wird. Allerdings wollte ich das Risiko mal eingehen. Okay. Ja, ich lege wieder auf. Immerhin haben wir eine neue Mission. Eine neue Möglichkeit, Credits zu verdienen. Ich finde es einfach immer noch etwas Unfassbares, dass es auf diesem Mond nichts Spezielles gibt. Also wir haben wirklich die Credits aus dem Fenster geworfen. Wir können nichts mit den Bergbaukontrakten machen. Ah. Vielleicht kann ich daraus Medizin herstellen. Okay. Könnte ich jetzt gleich anwenden an ihm, allerdings. Nee.
Der hat nur eine kleine Gehirnerschütterung. Soll er damit leben? Okay, alle können das installieren. Das ist gut. Das könnte man auch essen. Er kann das nicht essen, weil er Veganer ist. Zumindest was dieses Zeug angeht. Okay. Wir aktivieren mal den Scanner. Jetzt haben wir nämlich einen Eintrag auf der Karte, dass da irgendein interessantes Objekt ist. Das kann manchmal wirklich interessant sein, manchmal ist es einfach ja nicht wirklich spannendes oder gar nicht sogar. Wir können jetzt nur noch in diesem hier reisen, könnten allerdings im roten, wenn wir das repariert hätten, alles klar. Oder es ist einfach ein Risiko. Das sehen wir dann. Wir haben jetzt also hier, wo wir es bereits sind, noch ein Wrack entdeckt dadurch. Okay. Also durch dieses Teil, das wir aktiviert haben, haben wir jetzt da ein Wrack entdeckt. Okay, dieses Wrack werden wir in der nächsten Folge dann uns anschauen und mal sehen, ob es da etwas Interessantes gibt, was wir mitnehmen können. Oder vielleicht eine Alien-Rasse drauf ist noch. Es kommt nämlich auch ab und zu mal vor, dass da noch ein Alien da ist, dass sich dann bei uns an Bord schleicht. Aber wie gesagt, werden wir das in der nächsten Folge anschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, diese Folge. Wir haben inoffiziell den Glucks den Krieg erklärt, zumindest ich. Ich werde die ab jetzt nur noch bestrafen, wenn ich sie sehe. Wenn euch die Folge gefallen hat, ich würde mich sehr über ein Abo freuen oder ein Like, auch über einen Kommentar natürlich. Und mich würde es freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Die kommt dann in 2 Tagen. Oder bei einem meiner anderen Let's Plays. Zurzeit spiele ich ja noch My Time in Portia. Das kommt ebenfalls 3-mal die Woche. Und ja, mich würde es freuen, euch da zu sehen. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann. Join us on a historic day for the human race. The maiden flight of the Daedalus 7, Earth's first jump-capable ship, to Alpha Centauri and back.